Im Gutshof Elskalderers lässt sich der Lebensstil des mallorquinischen Landadels vergangener Zeiten studieren. Auch wer schon den Gutshof La Granja im Südwesten der Insel gesehen hat, wird hier neue Sachen entdecken. Aus Petra stammt der berühmteste Sohn der Insel, Junípero Serra, der als Franziskaner 21 Missionsstationen in Kalifornien gegründet hat, unter anderem Los Angeles und San Francisco. Eine Büste von ihm steht heute in der Heldengalerie im Kapitol von Washington. Ein Museum und eine Reihe von Kachelbildern der verschiedenen Missionen erinnern an ihn. Hoch über Arta thront die Burg mit der Wallfahrtskirche Santuari de San Salvador, in der wir uns ein wenig umschauen. Etwas unterhalb der Burg befindet sich die Pfarrkirche Arta. Auch hier werfen wir einen Blick hinein.
Die Frühgeschichte Mallorcas tritt uns in Gestalt der Talayots entgegen. Talayots sind Dörfer mit Steinhäusern, einem zentralen Turm und einer Mauer, die alles umgab. Es ist heute noch reizvoll, sich die 4000-jährigen Überreste anzuschauen, die auf eine strukturierte Gesellschaft mit einer geordneten Land- und Viehwirtschaft und Vorratshaltung schließen lassen. Etwas abseits gelegen und daher ein Geheimtipp ist die wunderschön gelegene Cala Torta. Auch in der Hochsaison wird man hier genügend Platz finden. Der Torre de Canyamel ist ein Verteidigungsturm aus dem 13. Jahrhundert, der als Schutz vor Piratenangriffen errichtet wurde und genügend Platz für Menschen und Vorräte bot.